Es ist Ende März, die Monsunzeit vorbei und die Tauchbedingungen im Indischen Ozean sind gut. Unter uns verschwindet Singapur. Wir nehmen Kurs auf Medan, Nordsumatra, unsere erste Zwischenstation. Medan hat 2,5 Millionen Einwohner und ist damit die viertgrößte Stadt Indonesiens. Es ist das Zentrum der Tabak- und Kautschukproduktion. Die Stadt wurde Mitte des 17. Jahrhunderts gegründet. Medan gehört zu den Städten, wo man die Luft sieht, die man einatmet. Es ist eine fußgängerunfreundliche Stadt. Der Verkehr ist chaotisch. Der Lärm betäubend und der Gestank der Abgase bleibt unvergessen. Die indonesische Küche ist vielseitig. Traditionell isst man mit den Fingern. Das Essen ist so immer lauwarm. Für die Orang Putris, wie man die weißen Langnasen nennt, gibt es Bestecke. Man sitzt in der Küche. Der Parisada Hindu-Tempel ist das religiöse Zentrum der Tamilengemeinde.
Die freundlichen Schlitzohren wittern das große Geschäft. Da der Weiterflug erst am nächsten Tag stattfindet, wird eine Stadtbesichtigung mit dem Becak gemacht. Chinesen gehören zur reichen Schicht und sind daher dem Neidhass ausgesetzt. Hier in der Tempelküche werden Knödel, auf Neuchinesisch Dumplings, hergestellt. So wie die Nudeln sind die bayerischen Knödel anscheinend eine chinesische Erfindung. Die meisten Häuser aus der Kolonialzeit sind der Spitzhacke zum Opfer gefallen. Der Sultanspalast wurde 1888 erbaut. Noch heute residieren die Nachfahren des Sultans in dem für den Tourismus nicht zugänglichen Teil. Die 1905 erbaute Moschee Mesjid Raya gibt Zeugnis, dass der größte Teil der Bevölkerung Moslems sind.
No problem. Bong ka po, ano dati nga? Bale mo! Ay, nakita kami yung ati. You eat one. Come. Oh, sorry. You eat one. Satu-satu na, hon. Hast du hoffentlich keinen Zucker erwischt? Und? No. No. Jetzt bist du selber schuld, wenn es recht süß schmeckt. Das gehört kein Kaffee. Bitte? Wir kochen gemeinsam und warten auf die Fähre nach Pulawe. Wann sie kommt, man weiß es nicht genau. Aber sie wird bestimmt irgendwann kommen, sagt man. Hier braucht man keine Uhr mehr. Haut alles rein, was hier rumsteht. Haut alles rein, was hier rumsteht. Das wird immer besser. Sieht immer besser aus. Very hot. Die Rechnung wird umweltbewusst auf ein Bananenblatt geschrieben. Oh!
Thank you.
Das Wasser ist klar, die Anzahl der Korallenstöcke im Vergleich zum Roten Meer mäßig. Haie und große Fischschwärme haben wir nicht gesehen.
Yeah, we take this one. Thank you.
Unser Haus ist voll klimatisiert und hat sogar Fernsehen über eine Satellitenschüssel. Morgen. Gegen 7 Uhr geht die Sonne unter. Und was tun mit dem langen Abend? Natürlich mitkochen. Ein feuriges Pfefferhähnchen steht auf dem Kochplan. Keine Ahnung. Der kann das schneller machen. Get your money, then there is salt. Yeah. Behind. And there are also a lot of. Das ist ja die Education von der Universität. Ich schreibe das jetzt auch, das kommt dann auf das, auf die Spannung. Wow. Wow. Und der Koch ist. Wow. Ja, da wurde das nicht. Ja, da wurde das nicht.
Ein bisschen länger warten, weil das noch nicht richtig durchgebraten ist. Ja. Das ist immer noch mal mehr. Die Soße wurde zwar nicht ganz so, wie sie sollte, aber es sollte ja ein dunkles Pfefferhähnchen werden. Unser Vorteil, Wienerwald ist hier unbekannt. Ein Abendessen kostet hier 2 bis 3 D-Mark. Unser Pfefferhähnchen natürlich etwas mehr. Also ein Lob auf die Köche. Keine Ahnung. Auf den Koch. Wir haben es nicht probiert. Auf den Koch Peter. Auf den Koch Horst. Die Hütten kosten pro Nacht so viel wie eine Flasche Bier, 2,50 Mark. Nur im Freien schlafen ist billiger. Dafür hat man keinen Strom und fließendes Wasser fehlt auch, es sei denn, man hat ein Loch im Dach. Der Regen ist warm und kommt nachmittags, selten nachts. Ein idealer Platz für Langzeiturlauber. Einige sind stolz darauf, schon Jahre hier zu leben. Hier treffen sich die Ausgestiegenen und die Einsteiger der Aussteiger. Sogar ein Tauchboot steht kostenlos zur Verfügung. Es gibt natürlich auch ein Luxushotel. Die Klimaanlagen sind verrostet, aber fließendes Wasser, Strom und einen kühlungsspendenden Ventilator gibt es. Es ist ein forsches Projekt der indonesischen Regierung, um den Tourismus in diese abgeschiedene Welt zu bringen. Lumba Dive Center wurde von einer jungen Holländerin gegründet. Sie hat Internet und ist ein Geheimtipp für verwegene Taucher. Man duldet ihr Geschäft. Die Staatsdiener sind auch hier empfänglich für Spenden. Stingray Dive Center wird von Indonesiern betrieben. Naja, hier scheint das Ende den Anfang eingeholt zu haben. Thank you.
Selamat pagi. Indonesia tanah air. Auf dem Weg zur Fähre geraten wir in die Vorbereitung zu einer traditionellen Hochzeitsfeier. Verwandte und Freunde kochen. Leider wartete die Fähre auf uns, sonst hätten wir natürlich unser Pfefferhähnchen für das Brautpaar gebraten. Yeah.
Von Pulau geht es mit der Fähre zurück nach Banda Aceh und am nächsten Tag mit dem Flugzeug über Medan nach Singapur. Aceh ist die nördlichste Provinz von Indonesien. Die Bewohner sind orthodoxe Moslems und streng konservativ. Sie streben einen von Indonesien unabhängigen Religionsstaat an, was immer zu großen Konflikten mit den Minderheiten führt. Aceh ist eine uralte Stadt. Schon Marco Polo besuchte sie 1292 auf seiner China-Rückreise. Aceh war ein idealer Knotenpunkt auf der Schifffahrtslinie von Indien nach China. Proviant, Wasser und Gewürze wurden hier umgeschlagen. Die Holländer führten 1873 hier blutige Kriege, um das lukrative Pfeffermonopol Acehs zu brechen. Yang betul betul.